Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Die Season ist erst gerade am Donnerstag vor 2 Tagen gestartet und es ist jetzt schon soweit, das Live-Event beginnt und zusätzlich dazu gibt es auch schon den ersten neuen Ort auf der Karte und ich glaube, das ist wirklich ein Rekord, den wir bisher so noch in gar keiner Season hatten und ich muss sagen, bisher gefällt mir die Season auch mit Abstand am besten. Es gibt geilen Lootpool und ich bin richtig zufrieden. Ihr könnt natürlich auch gerne mal eure Meinung zu der Season in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, die meisten müssten sich schon ganz guten Eindruck jetzt von der Season gemacht haben und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die ganzen Sachen, die jetzt heute neu reingekommen sind. Ich denke, dass es weiterhin so sein wird, dass jeden Samstag oder vielleicht jeden zweiten Samstag immer wieder etwas Neues passiert und das erste, was jetzt passiert ist, ist, dass hier ein neuer Ort aufgetaucht ist, im Prinzip richtig ausgeschnitten aus der Karte, hat hier auch so einen leichten Feuerrand, so mit so einem leichten Glowing-Effekt, hier wirklich auch einfach dieser Erdbrocken, der komplett rausgerissen wurde und hier sind dann eben halt einmal so ein Truck von der Trask Industries da und dann sieht man hier auch eine Straße, wo es steht, dass man geradeaus zur Trask Industries fahren kann oder wenn man rechts abbiegt auch zur Trask Industries kommt und hier auf dieser Insel sind tatsächlich 3 Kisten, einmal an diesem Spot, dann einmal auf der anderen Seite an dem Spot hier und dann nochmal versteckt dort im Busch. Zusätzlich gibt es Stein, hier bekommt man natürlich Metal und man hat einen LKW, den man, glaube ich, sogar fahren kann, ich weiß aber nicht. Diese Runde ist ja wieder blockiert, kann aber sein, dass da immer nur mancher blockiert ist. Das weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat man hier echt ganz guten Loot und das Ganze ist natürlich nicht einfach so hier einfach hingekommen, denn wir haben ja auch dort hinten diesen, den Friedhof, wo die ganzen Roboter sind, dort ganz weit hinten. Und das soll anscheinend auch von der Trask Industries sein. Ich bin immer nicht so ganz im Marvel-Thema drin, deshalb weiß ich das jetzt nicht 100% genau, aber das, was auf Twitter stand, sollen eben halt diese ganzen Sentinels, die Roboter, auch zur Trask Industries gehören. Das heißt, das hier und das da hinten gehört beides zusammen. Und ich glaube, das ist alles in dem Wolverine-Universum drin, soweit ich weiß. Das heißt, das werden wahrscheinlich zu die Anzeichen für Wolverine sein. Und ich denke mal, dass in den nächsten Wochen dann auch immer mehr von solchen kleinen Orten reinkommen, die eben halt dann hier in die Fortnite-Welt teleportiert werden. Zusätzlich soll es hier rundherum auch 4 Rifts irgendwie geben. Ich glaube, die werden im Kampflober nicht angezeigt, aber im normalen Game müssten sich hier rundherum irgendwo verteilt sein. Insgesamt 4 Rifts. Wie gesagt, sieht man hier im Kampflober-Modus jetzt nicht und ich habe das hier mal im Kampflober-Modus jetzt aufgenommen. Damit kann man dann eigentlich auch von hier aus sehr, sehr gut weiter rotieren, also finde ich, ist auf jeden Fall ein ganz guter Landing-Spot, den man auch benutzen kann und zusätzlich würde es, wie gesagt, natürlich was mit der Storyline zu tun haben und zurzeit ist ja so ähnlich wie in Season 5, dass so ein bisschen die Welten verschmelzen, das heißt, dass die Welt von Fortnite mit der Welt von Marvel so ein bisschen verschmilzt und hier eben halt ein Stück aus der Marvel-Welt auch richtig reinkam und dort werden wir, wie gesagt, mehr von diesen Punkten bekommen. Eine Hindeutung vielleicht, die darauf hindeuten kann, von wem das Ganze organisiert wird, könnte hier die Scheune sein, denn da drin ist tatsächlich so ein kleines Poster, wo man ein Wurmloch sehen kann. Falls ihr nicht wisst, was ein Wurmloch ist, das ist im Prinzip so eine Verbindung, womit man durch Raumkrümmung relativ schnell vom einen Ort zum anderen reisen kann. Hier kann man das nämlich genau sehen an dem Teil, was hier genau vorne ist. Dort neben ist auch so eine mathematische Berechnung. Ich weiß gar nicht, ob die da irgendeinen Sinn hat. Auf jeden Fall sehen wir hier so ein Wurmloch und eventuell könnte es damit etwas zu tun haben. Hier sehen wir auch Iron Man und die Vertauschung zur Fortnite-Karte, dass alles so ein bisschen rundherum geht. Hier dieser, der Tony Stark von Iron Man ist ja auch so ein Wissenschaftler und da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt. Denn er sorgt auch für das Nächste, was jetzt geschehen ist. Und zwar habt ihr tatsächlich schon mitbekommen, dass hier überall solche Teile rumstehen, die von der Stark Industry sind. Das ist nicht die andere, die Trask Industry, die bei den anderen Sachen ist, sondern dass die Stark Industry, die gehört wie gesagt zu Iron Man. Und hier sehen wir eben mal, dass das Ganze jetzt angefangen hat zu leuchten und im normalen Game, beziehungsweise wenn man das hier etwas wieder laufen lässt, dann kommen hier tatsächlich auch solche Effekte raus und das sind sozusagen die ersten Anzeichen schon dafür. Die stehen ja immer so rundherum im Kreis, verschiedene Stücke, hier alle so wie gesagt im Kreis rund um Obstgarten, irgendwie diese Station hier, diesen Punkt hier müssten hier rundherum verteilt sein über die ganze Karte und die haben jetzt alle angefangen zu leuchten und die werden wahrscheinlich bis zum 9. September auch, auch so bleiben. Das müsste so ungefähr Mitte übernächster Woche sein und ich glaube im Trailer konnte man auch schon sehen, dass hier so eine
kleine Sphäre erstellt wurde. Und das würde natürlich auch passen, weil das eben halt auch schon so aussieht wie solche Energieerzeuger, Energiefelderzeuger, so ein bisschen wie die Rift Beacons aus Season X. Und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass wir schon nach 2 Tagen in der neuen Season direkt den Beginn des Live-Events bekommen. Und ich glaube, das könnte richtig schnell damit losgehen und es baut sich, glaube ich, richtig geil über die Season auf, dass wir mehrere, vielleicht kleinere Live-Events haben und dann am Ende der Season wirklich großes Live-Event haben. Die Season geht ja auch noch wirklich sehr, sehr lange, ist ein bisschen länger als die letzte Season, jetzt auch schon angekündigt. Ich hoffe auch auf jeden Fall, dass sie wieder genauso lang sein wird, wie sie geplant ist. Und ich glaube, das könnte wirklich eine der absolut geilsten Seasons sein, egal ob man Marvel feiert oder nicht. Da alleine die Live-Events, glaube ich, schon so ganz geil sind. Natürlich muss man bei der einen oder anderen Stelle ein bisschen was von Marvel verstehen, aber ich glaube, das Ganze ist jetzt nicht so schwierig und es gibt genug Videos auf YouTube, wodurch man das verstehen kann. Und das, was bisher so auf der Karte ist, hatte ich auch verstehen können, ohne dass ich irgendeinen Plan von Marvel vorher hatte. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was so die nächsten Orte sein werden, die reinkommen. Und ich werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn ihr dazu natürlich nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne hier auf diesem Kanal ein Abo da lassen. Und wenn auch Vorschläge für weitere Tipps und Tricks, Videos oder generell Videos habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst außerdem gerne eine Bewertung da und ich werde vielleicht heute Abend auch wieder live auf Twitch sein. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, morgen werde ich aber ziemlich sicher wieder live auf Twitch sein. Checkt da gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus und lasst natürlich dort ein Follow da und dann bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Stream. Ciao.